Sorry, ich konnte nicht widerstehen, Leute. Viel Spaß mit dem Video. Hi Leute, willkommen zum neuen Video von Head Tutorial. Ich bin's, euer Sammy, nur echt mit kiloweise Gel im Haar. Daumen hoch. Oh, Pupsi ist gerade aufgewacht. Sie wollte Hallo sagen, sie ist so süß. Ich liebe Katzen. Ich liebe Tiere. Nein, das sage ich nicht, um netter zu wirken oder so. In diesem Video will ich mal ein paar Produkte für euch testen. Aber vorher würde ich gerne wissen, welche Haarfarbe ihr habt. Schreibt's mal in die Kommentare. Das interessiert mich wirklich. Nicht, dass ich damit in die Liste der meistdiskutierten Videos kommen will oder so. Wer sowas sagt, ist böse. Ja, und Daumen hoch nicht vergessen. Und wenn ihr das Video nicht mögt, Daumen runter, aber erstmal bitte den Bildschirm auf den Kopf stellen. Speichert das Video in den Favoriten ab, damit ihr es immer wieder findet. Ihr habt ja auch keinen Verlauf im Browser oder so, nein. Danke für eure motivierenden Kommentare. Ohne euch wäre ich nichts. Ich mache das alles nur für euch. Ihr seid die Besten. So, nach 10 Jahren fange ich dann doch schon mit dem eigentlichen Video an. Wie schon gesagt, will ich heute einige Pflegeprodukte für euch testen. Als erstes dieses Hautpflegepeeling mit einer besonderen Handlung für trockene Wangenpartien gegen Pickel und Mitesser. Daumen hoch, wenn ihr wisst, was ein Pickel ist. Interessiert mich mal, wie viele von euch das eigentlich wissen. Ich gehe das mal kurz auftragen. Also ich muss schon mal sagen, das Peeling ist sehr gut auf der Haut aufzutragen und fühlt sich sehr schön an. Auch die Sonderbehandlung für trockene Wangenpartien überzeugt mich, schon mal eine Kaufempfehlung. Erinnert mich irgendwie an irgendeinen Film. Na, ich komme nicht drauf. Ich mach's mal wieder ab fürs nächste Produkt. Das nächste Produkt ist ein Barthaarwuchsmittel, was mir empfohlen wurde. Keine Ahnung wieso. Das geht an alle Jungs da draußen, die mit 11 schon Vollbart haben wollen. 3 Tropfen in Wasser lösen. Ach, das wirkt doch dann gar nicht. Prost! Also, ich habe jetzt ein bisschen gewartet und was kann ich sagen? Das Produkt wirkt auf jeden Fall. Die ganze Flasche war vielleicht doch ein bisschen viel. Nächstes Mal nehme ich nur eine halbe. Oh, das war eine Plackerei, den Bart abzukriegen. Zum Glück hält das Mittel nicht so lange an. Damit kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Ich habe mir diese Pastillen für frischen Atem gekauft. Also ich kann noch nichts riechen. Oh, meine Pflanze auf dem Fensterbrett verwelkt gerade. Ich glaube, vielleicht sollte ich mir jetzt mal lieber abwaschen gehen. Nein, Tipsy! Diese Pastillen sind nicht empfehlenswert. Das war's auch schon wieder. Vergesst nicht, das Video zu verbreiten und zu posten. Daumen hoch, favorisieren und teilen. Weitererzählen und tweeten. Abonniert alle meine anderen Kanäle. Folgt mir auf Facebook und Twitter und betet mich an. Das war's erstmal. Ich liebe meine Abonnenten. Herzchen, Seminators. Ja, das war's auch schon. Lest euch meine echte Meinung zu der Tutorial in der Infobox durch. Ich sag erstmal, bis zum nächsten Video. Macht's gut.